Jürgen Dixie Dörner, der am 19. Januar im Alter von 70 Jahren, 6 Tage vor dem 71. Geburtstag verstorben war. Der Goldmedaillengewinner von Montreal 1976, der fünffache Meister mit Dynamo, der DDR-Rekord-Nationalspieler. Auf dem Platz lief es aber dann ganz anders ab, denn Rostock erwischte einen Blitzstart in die Partie in Blau und Weiß. 6. Minute, Duljevic verhuck und 1:0 für Hansa Rostock. Dabei hatte Alexander Schmidt vor der Körpergröße, vor der Kopfballstärke der Rostocker gewarnt. Und Dynamo dachte sich dann wohl, da müssen wir da gar nicht erst hingehen. Das war zu einfach. Solbauer dreht sich da nur um, geht nicht mit, versucht da nicht den Körper reinzustellen. Dynamo fand erstmal noch nicht statt. 4 Minuten später wieder Duljevic mit Hanno Behrens, der sich da durchsetzt und seine Flanke findet dann den Kopf von Fröhling und er trifft zum zweiten Mal in dieser Saison. 2:0 Führung für Hansa Rostock. 7 Spiele sieglos, noch kein Tor in diesem Kalenderjahr und dann so ein Beginn für die Hansa-Kogge. Das war tatsächlich nicht zu fassen, aber es war durchaus noch steigerungsfähig. Denn gerade mal 3 Minuten später, wieder nach einem leichten Ballverlust von Dynamo, geht es relativ gemächlich, aber doch zielstrebig in die andere Richtung. Duljevic scheitert, Behrens scheitert, Fröhling trifft, nachdem sich Mitruschkin, der für den verletzten Broll im Kasten der Dynamo stand, gut gewehrt hatte, aber eben von seinen Vorderleuten komplett verlassen war. Hansa war immer einen Schritt schneller, war präsenter. Dynamo guckte nur und war einfach nicht zur Stelle. Weiter im Text mit dem weiten Einwurf von Ryan Malone. Dann kommt der Ball wieder zu Duljevic. Sein Chip in die Mitte. Da ist Mitruschkin da vor Hanno Behrens. Auch das war richtig knifflig. Und nur 1 Minute später aus der Ecke heraus der Kopfball. Wird zunächst noch abgewehrt, dann die nächste Flanke, die nicht richtig gut verteidigt wird. Und wer befindet sich da in der Mitte? John Verhoek, völlig frei zum Kopfball. Da macht er das Dutzend voll in dieser Saison. 12. Saisontor für Verhoek, der vorher in 10 Duellen nur einmal getroffen hatte gegen Dynamo. Ist dann nicht im Abseits. Nur ein kleiner Schritt zurück und schon ist er frei. Das war alles viel zu leicht, was da Hansa Rostock geschenkt bekam. Doppelwechsel war die Folge in der 24. schon. Mai für Becker, Drichal für Merschel. Die früheste 4:0-Führung in der zweiten Liga seit 27 Jahren. Und Rostock machte erstmal so weiter. Halbe Stunde absolviert. Neidhardt für Behrens. Und da muss Mitruschkin ran. Unkonventionell. Aber zusammen schaffte man es irgendwie, zumindest dieses 0:4 jetzt zu halten, es nicht noch bitterer zu machen. Und so langsam aber sicher baute Dresden um auf. Dreierkette wurde ein bisschen passsicherer, fand auch vorne mal statt. 33. Was für ein Abschluss von Batista Meier und Kolke mit einer tollen Parade. Wenn es einen Weg zurück in das Spiel gibt, dann eben mit so einer Aktion. Aber es sollte hier nicht sein. 0:4 zur Pause. Alexander Schmidt war bedient. Aber seine Worte, die fanden offene Ohren in der Kabine. Denn Dresden wie ausgewechselt in Halbzeit Nummer 2. Mit Nachdruck, mit Engagement, mit Präsenz, auch mit ein bisschen Glück dann in ein oder anderen Moment. Aber in der Mitte ist dann doch da ferner nur 2. Sieger gegen Fröde. 51. Mai. Per Kopf an die Latte. Dresden hatte längst zumindest dieses eine Tor verdient und damit eben wieder so ein klein wenig Hoffnung, in das Spiel zurückzukommen. 63 Minuten absolviert. Rostock versuchte es lang von hinten raus zu lösen, nicht mehr kurz rauszuspielen. Dann Königsdörfer und jetzt aufgepasst, das ist Julius Kade. Was für ein Strich, rein in den Winkel. 1:4, 2. Saisontor. Das erste, das hat er im Hinspiel erzielt. Julius Kade. Toller Schuss. Schön lebendige Flugbahn. Dreht sich noch vom Keeper weg. Da gibt es nichts zu halten
für Markus Kolke. Sollten die wirklich hier noch ein Comeback starten? Die Belohnung war ja schon mal da für die Angriffsbemühungen. Und die Dresdner wieder mit Kade, aber der Schuss dann doch zu harmlos. Kein Problem für Kolke. So langsam ging Dynamo dann die Ideen und wohl auch die Kraft ein Stück weit aus. Rostock hatte den Luxus, noch frische Beine zu bringen. Duljevic immer ein Unruheherd im Vorwärtsgang. Drückt den Ball hier aber nicht aufs Tor. So häuften sich wieder die Ballverluste vom Dynamo und dann mit ganz viel Anlauf mit Duljevic, der hier den eingewechselten Sikan nicht den Ball zuspielt, dann auch selbst keinen Abschluss findet. Risotto und Mitrushkin ist dann im bedrohten Eck. Es hätte in diesem Zeitpunkt da sicherlich beruhigend für die Rostocker Nerven schon das ein oder andere Tor mehr fallen können. Wahrscheinlich sogar müssen. Nächste Gelegenheit für Sikan. Da ist Mitrushkin. Aber der Ball wollte nicht rein und irgendwann war die Zeit dann so weit fortgeschritten, dass man sagt, okay, da brennt jetzt wohl wirklich nichts mehr an. Letzte Spielminute. Und die letzte Chance für Ingelsson, trifft dann nur das Aluminium, blieb also beim 4:1, der erste Sieg gegen Dresden seit... Thanks for watching, subscribe my channel for more videos and turn on notification to never miss an upload.